So, jetzt. Wenn wir jetzt vorsichtig genug sind, können wir jetzt wirklich in Ruhe Sachen sammeln. Wirklich alles überwuchert mit diesem ganzen Biophage-Zeug. Jetzt machen wir mal den hier. Ich könnte mich jetzt auch rumschleichen um die Typen und mir sicherlich auch ein bisschen Ärger ersparen, wenn die mich entdecken. Aber ich möchte einfach die Items nicht verschenken. Idee geben. Wir können auch ruhig sammeln, weil hier ist eine Reforge in der Umgebung. So, erstmal die beiden hier. Wo hat er jetzt noch? Das funktioniert nur so lange, wie ich nicht irgendwie in einen versehentlich reinlaufe. Dann kann ich mich warm anziehen, da habe ich nämlich mehrere Gegner am Arsch. Ja, und die kommen natürlich jetzt zu zweit, das ist natürlich auch geil. Jetzt eigentlich hin. So, du torkelst wieder zurück, oder? Passt. Also man kann ja echt gut Gegner absahen, ohne dass man hier irgendwie groß kämpfen muss, wenn man halt vorsichtig ist. Dann ist das hier alles irgendwie auch machbar. So, jetzt kommst du raus. Ich kenne dich ja schon. Also kann man immer so um die 7 Credits aus denen rausboxen. Na komm. Ich glaube, das war's jetzt hier. Haben wir noch ihn? Jetzt kommt noch das Areal vor uns da und dann sind wir bei der Reforge. Ui, ui. Warte mal, hey, soll man nicht gewettet? Alter. Was sind das für ein Laufweg? Immer um uns rum oder wie? Ich glaube, dass da aber auch nochmal einer rauskommt hier. Oder war es auf dem Rückweg? So, da ist auch noch einer. Könnten wir umgehen, machen wir aber nicht. Okay. Ein bisschen die Befürchtung, wenn ich hier an so einer Stelle wie einer Treppe stehe, dass hier irgendwie Scheiß passiert. Eins, zwei. Ich glaube, das war's. Jetzt müssen wir hier durch. Und wir müssen uns auf jeden Fall jetzt Akkus aufheben, weil jetzt kommt halt die blöde Stelle mit dem Transporter. Ist nicht sofort, aber demnächst. Und da kommt dann halt auch der Two-Head, der erste.
Deswegen müssen wir hier echt aufpassen. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hier oben hin. Funktioniert nämlich alles nicht und wir müssen uns den Schlüssel holen. Bam, 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 bam. Schlüsselkarte. Schließe die Stromtunneltür auf. Warte mal, wie viel haben wir jetzt Credits? 1455. Und zwei Akkus haben wir auch. Das heißt, das sieht ganz gut aus. So, muss ich mir jetzt Sorgen machen oder kann ich einfach durchlaufen? Lokalisiere den Stromreaktor. Aber ihr merkt es auch selber, ne? Also auf Hardcore ist das halt so ein Areal, wo es ein bisschen entspannter abläuft alles. Könnt ihr in Ruhe sammeln. Einer geht euch auf den Keks. Und ihr könnt so ein bisschen euch mental vorbereiten auf den Two-Head. Vier Akkus. Na, das ist Overkill. Wir haben jetzt vier Stück, oder? Ja. Das ist heftig. Dem bleiben bitte. So. Mal den. Bewegst du dich auch oder bleibst du stehen? Völlig wurscht. Na komm. So, die laufen hier immer schön im Kreis. Heißt, einen nach dem anderen jetzt hier rauspicken. Das ist einfach echt so entspannt hier. Warte mal. Das war mir zu nah. Ihr müsst natürlich auch aufpassen, dass ihr nicht so lootgeil wie ich jetzt hier seid. Kann euch nämlich auch ganz schön nach hinten losgehen, das Ganze. So. Kollege. Ich meine, ich habe jetzt vier Akkus. Ich frage mich gerade, ob ich eine Stelle eine ganz bestimmte Art und Weise löse oder ob ich mir das spare. Aber ich glaube, ich spare es mir nicht. Mal gucken. Jetzt zu viel. Warte mal. Könnt ihr euch voneinander so ein bisschen irgendwie entfernen? Die hängen mir so ein bisschen zu sehr aufeinander gerade. So, nein, geh mal ganz kurz weg. Jetzt habe ich das Problem. Uiuiui. Wo will ich jetzt eigentlich gerade hin? Keine Ahnung, einfach von ihm weg, glaube ich. Wäre eine Idee.
jetzt habe ich noch einen angezogen. Oh, nein, 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 nein. Boah. Das, weil ich jetzt einfach überhaupt keinen Überblick mehr hatte. So, jetzt geht's wieder. War jetzt eigentlich nicht Sinn der Übung, dass ich mir jetzt noch einen anziehe hier. Eieieiei. Jetzt eigentlich alle geplündert oder habe ich jetzt einen übersehen? Ja, den habe ich übersehen. Passt. Genau, und der Arme kam nämlich hier, glaube ich, rausgekrabbelt, deswegen hat er sich gerade eingemischt. Genau, und das Problem, was ich jetzt habe, ist, ich frage mich, ob ich mit den Akkus, die ich habe, die drei jetzt darauf spieße oder ob ich das sein lasse. Ach, egal. Ich will die Credits haben. Und da war einer weg. Mist. Ich mache das jetzt auch wirklich nur, weil ich weiß, dass es auf dem Wagen, den wir dann nehmen müssen, also dieser Transporter, da weiß ich nämlich, dass da in den Kisten ganz viele Akkus drin sind. Deswegen mache ich das Ganze jetzt gerade hier. So, jetzt will ich mal eine... eine Kugel mal verbrauchen. Der kommt weg, der kommt weg, der kommt weg und das kommt weg. So, da will ich hin. So, den Raum spare ich mir. Ich muss jetzt nicht immer den Kampf suchen. Da war jetzt gerade ein Raum voll mit diesem Blind und dann kommt da so ein Big Mouth. Das muss ich nicht haben. Ja, ja. Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht, oder? Was? Ist der? Wie hat der uns denn jetzt gesehen? Echt jetzt? Du kannst auch runterkommen, so ist nicht. Muss ich dich jetzt echt hierher holen? Ich will halt die eine Stelle jetzt mal probieren, ohne dass ich den jetzt da drüben verprügel. Beide Arme.
Fall doch mal um. Das halt jetzt nur, weil ich halt die Befürchtung habe, wenn ich jetzt anfange mit Munition zu arbeiten, dass ich dann irgendwie zu verschwenderisch werde. Ernsthaft jetzt? Ja, ist ja gut. Was ist das? Ich glaube, oder? Ja. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass der Weg zu dem Generator so weit irgendwie war. Mal, kann ich hier durch? Ja, ich glaube schon. Oder? Ja, ja, doch, 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 doch. Hier ist irgendwo eine Reforge. Ja, jetzt, jetzt. Da kann ich noch nicht weiter, deswegen kurz mal hier ran. Und das bauen wir mal raus. Und gehen dann mal hier den Umweg, einfach nur weil es da was zu sammeln gibt. Ich muss auch gleich mal schauen, ob ich das so hinkriege, wie ich das gern hätte. Oder ob das jetzt nach hinten losgeht. Hier, ich sehe nichts. Ja, ich sehe überhaupt nichts. Ich frage mich die ganze Zeit, ob diese eingesponnenen Gegner dann irgendwann diese Corrupter werden oder ob die einfach nur von den Corruptern eingesponnen werden. Das gar keine weitere Relevanz dann hat. Boah, das war mir jetzt irgendwie ein bisschen zu knapp. Und ich will auch gegen die gar nicht kämpfen.